Mensch, wie kriege ich denn jetzt hier meinen Anleimer drauf? Ich guck mal im Internet. Boah, das ist genau die Zwinge, die ich brauche. Aber 58 Euro, das ist viel zu teuer. Ich guck mal bei Instagram. Oh, 16,4 Millionen Aufrufe, 208.000 Likes. Aber ob das so funktioniert, ich weiß ja nicht. So ein Kantenanleimer ist eine feine Sache. So sehen unsere Platten top aus. Aber 58 Euro für eine Zwinge, und ich brauche ja nicht nur eine, wahrscheinlich bräuchte ich eher sowas wie 10. Das sind ja fast 600 Euro, nur um die blöde Kante hier drauf zu kleben. Da ist der Hack, den wir im Internet gesehen haben, natürlich perfekt. Er sieht ganz einfach aus. Wir brauchen nur eine Zwinge und ein Gummiband. Ich habe beides. Das ist so eine Zwinge wie im Video, aber anders als bei ihm hat meine kein Loch. Wir können da kein Gummiband durchfädeln, weil hier einfach kein Platz ist. Anstatt da jetzt Löcher reinzubohren, gucke ich mal, ob ich nicht solche Zwingen günstig bestellen kann. Wir müssen nur kurz warten. So, Zwingen habe ich bestellt. Jetzt ist Zeit für Werbung. Social Media ist super, zum Beispiel für unsere Hackchecks, so wie heute. Aber wisst ihr, was auch super ist? Echte Magazine, Tageszeitungen und Artikel lesen. Und wisst ihr, wo ihr all das ganz einfach machen könnt? In der Readly-App könnt ihr über 7000 Magazine und Millionen von Artikel ganz einfach auf eurem Handy oder auf eurem Tablet lesen. Und das Beste ist, euren Account könnt ihr mit bis zu 5 Personen teilen. Das heißt, ihr könnt mit mehreren Leuten jederzeit genau das lesen, was euch interessiert. Denn es gibt wirklich Artikel zu jedem Interessensschwerpunkt. Auch zum Thema Holz, tolle Woodworking-Magazine aus Übersee und natürlich auch auf Deutsch für alle, die lieber Deutsch lesen. Das Beste ist, ihr bekommt jetzt einen Monat für nur 99 Cent. Danach kostet es 14,99 €. Und bei der Menge an Magazinen ist das überhaupt nicht viel. Wenn 5 Leute jeden Tag ein Magazin lesen, dann sind das ja schon 5 am Tag. Und wenn man die am Kiosk kauft, wäre das viel mehr als 14,99 €. Also, schnappt euch doch mal wieder ein Magazin am Handy und schaut bei Readly vorbei. Wir machen jetzt hier weiter. Vielleicht kommt ja unser Paket bald. So, Nachschub ist da. Für 10 Zwingen und all die Gummibänder habe ich wirklich wenig bezahlt. Und wir haben jetzt hier auch den Schlitz, den wir brauchen, um das Gummiband hier durchzufädeln. Und das Beste ist, statt knapp 600 Euro für 10 Zwingen zahlen wir ungefähr 80 Cent pro fertige Zwinge mit Gummiband. Also 8 Euro für 10 Stück. Wir machen uns jetzt hier mal ein paar von fertig. Das dürfte ja relativ einfach sein. Und gucken, ob der Trick funktioniert. Also Gummibänder raus. Und zusammen damit. Der Zusammenbau sollte eigentlich... Oha, die Zwingen haben ganz schön Dampf. Also ich habe euch alles unten verlinkt. Die sind auf jeden Fall stärker als die teure, die ich eigentlich hatte. So, aber zurück. Der Trick ist eigentlich ganz einfach. Wir entfernen hier diese beiden Kappen. So. Und dann fädeln wir einfach unser Gummiband einmal hier durch. So. Und im Prinzip sind wir dann schon fertig. Wir machen jetzt unsere Kappen. Na, das hat ja toll geklappt. Mit kalten Händen ist das gar nicht ganz so einfach. Und die Zwinge haben wirklich viel Kraft. Ich glaube, das ist sehr gut für das, was wir gleich machen wollen. So, die Kappen wieder drauf. Und im Prinzip sind wir schon fertig. Mir ist ja schon völlig klar, welche Art von Kommentar spätestens jetzt kommt. Aber Jonas, warum nimmst du nicht einfach eine normale Zwinge? Das ist natürlich ganz klar. Solche Anleimer mache ich zum Beispiel gerne bei einem Schrank erst später dran, wenn der Schrank also schon zusammengebaut ist. Dadurch, dass wir dann in der Regel eine Rückwand haben, bekommen wir hier keine Zwinge mehr dran. Und stellen wir uns vor, dass wir größere Platten haben, dann können wir nicht überall Zwingen ansetzen. Das ist viel zu umständlich und ihr braucht sehr viele Zwingen. Wenn der Trick, so wie wir ihn im Internet gesehen haben, funktionieren sollte, dann können wir für unter 10 Euro mit 10 Zwingen wirklich ganz einfach Zwingen überall und vor allen Dingen im Nachhinein ansetzen. Theoretisch würde es in manchen Fällen natürlich auch hiermit gehen, aber es ist viel zu umständlich und man braucht eben solche Zwingen. Die Idee ist jetzt, dass wir die Zwinge gleich hier draufsetzen und das Gummiband unseren Anleimer hier aufs Material drückt. Und wir gucken einfach mal. das war nix. Das hat sich hier komplett rausgezogen. Wahrscheinlich ist mein Gummiband ein bisschen zu dünn, als dass es von den Köpfen gehalten wird. Ich probiere das einfach jetzt mal so, indem ich das hier um den Griff drum mache.
Jetzt dürfte es ja eigentlich nicht mehr runterrutschen können. So, und zack. Können wir es noch verrücken? Ja. Aber ich würde sagen, das hält schon ganz gut. Vielleicht können wir den Druck noch ein ganz bisschen erhöhen, indem wir das Gummiband noch mal einmal drehen. Jetzt ist die Kappe abgeflogen. Das hält brutal. Wir machen das Ganze jetzt nochmal mit mehr Zwing und mit Leim und gucken, ob wir es richtig anpressen können. Huch Gott. Es ist auf jeden Fall ein Hack, der günstig ist und extrem schnell geht. Die wichtige Frage ist natürlich nicht, ob wir ein Gummiband hier reinstecken können oder nicht, sondern die wichtige Frage ist, wenn wir jetzt Leim angeben und versuchen, unseren Anleimer hier drauf zu kleben, kriegen wir genug Anpressdruck hin, weil das ist ja am Ende das, worum es geht. Wir wollen das Teil ja nicht nur in Form halten, sondern es soll ja auch hier drauf geklebt werden. Und genau das probieren wir jetzt aus. So, dann wollen wir mal schauen. Ob das klappt. Das hat sich sogar gerade gezogen gerade. Das funktioniert richtig gut. Aber wir haben hier noch Lücken. Mal gucken, ob wir die... Oh Gott. Oh, ist die schwer. Wir haben aber überall noch kleine Lücken. Vielleicht muss ich schnell noch in jedes ein zweites Gummiband reinmachen. Hier setze ich jetzt mal eine an mit zwei Gummis. Aber diese Seite ist offen, diese Seite ist zu. Das könnte dafür sprechen, dass die Multiplex-Kante nicht so sauber ist. Deswegen probieren wir es nochmal anders. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es jetzt noch nicht so gut geklappt hat. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Fehler in der Materialvorbereitung liegt. Denn wenn ich mir hier die Kante angucke, sehe ich, dass das Multiplex an den Ecken leicht abfallend ist. Und es ist natürlich im Prinzip unmöglich, so einen dicken 8 mm Anleimer da rumzubiegen. Deswegen nehmen wir jetzt die andere Kante. Die ist tatsächlich besser geschnitten. Ich habe ja beide gemacht. Also ich muss mir den guten und den schlechten Schuh anziehen. Und ich habe einen neuen Anleimer, den wir jetzt hier draufkleben und gucken einfach mal, eventuell liegt es einfach an der Kante. Also nochmal Leim und nochmal probieren. Und los. Leim drauf. Das Ding hinterher. Kaum macht man es richtig, klappt es auch. Kaum sind die Kanten gerade, passen die beiden Ergebnisse erstaunlicherweise viel besser zusammen. Was eine gute Idee ist, zwei Gummibänder. Das macht wirklich doppelt so viel Druck, wer hätte es gedacht. Aber das funktioniert wirklich sehr gut. Und es ändert ja an unserem Preis im Prinzip gar nichts, weil die Gummibänder im Prinzip beinahe umsonst sind. Was wir jetzt einmal machen, oder ich schleife jetzt einmal den Überstand weg, sodass wir sehen, wie es wirklich aussieht. Und dann wissen wir auch, ob es klappt oder nicht. Diese Seite hier passt nicht. Wir haben ja auch schon rausgefunden, warum. Und diese hier, wo beide Teile zusammenpassen, ist der absolute Hammer. Es ist perfekt angeleimt. Wir haben gar keine Fuge. Und es sieht einfach nur richtig, richtig klasse aus. Und das mit so 80-Cent-Dingern. Das ist absolut einer der besten und geldsparendsten Hacks überhaupt. Für solche Spezialzwingen könnt ihr in verschiedensten Ausmaßen wirklich sehr, sehr viel Geld ausgeben. Und wir haben jetzt für 10 Stück ungefähr 8 Euro bezahlt. Also deutlichst über 500 Euro gespart. Und das Ergebnis ist absolut top. Wir haben gar keine Fuge und nichts. Und das bei einem so dicken Anleimer. Der zweite, den wir hier angeleimt haben, ist noch dicker als der erste. Der ist etwa 10 mm stark. Das heißt, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr nehmt einen etwas normaler dimensionierten, also der dünner ist,
dann könnt ihr den wahrscheinlich auch an so unperfekte Kanten wie hier damit wirklich anpressen, weil sich das Teil ein bisschen verbiegen lässt. Das funktioniert sowas von absolut genial gut. Macht das nach, weil so könnt ihr zum Beispiel euer Multiplex wirklich richtig, richtig schön veredeln. Und das Ganze kostet euch einfach gar nichts. Wer hätte das gedacht? Ein Gummiband und eine 70-Cent-Zwinge. Meine Güte. Ich habe euch alles unten verlinkt. Probiert das aus. Das sieht nämlich einfach top aus. Also smash! Noch schnell ein Abo rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also das ist einer der besten Hackchecks überhaupt. Ah! Okay, mach das nicht. Das tut wirklich weh. Tschüss!